Normalerweise wären an dieser Stelle jetzt Vögel zu sehen, aber da ich eine gefühlte Ewigkeit gebraucht habe, alles aufzubauen und dabei auch ruhig und langsam vorgegangen bin, sieht man nichts mehr. Also, willkommen bei nichts mehr. Tja, das möchte ich meine speziell. Da hinten ist so ein Damm. Da oben staut sich das Wasser. Hier unten ist es eine ganze Ebene tiefer. Und das ist der Weg. Oder war, ist. Ich denke, die einzige Möglichkeit, hier dann rüber zu kommen, ist hier über die Steine. Ja, durchaus ein spezielles Stück Natur hier. Auch mal gefroren, wie man sieht. Ich mag das total. Das könnte es ruhig öfter in der sächsischen Schweiz auch geben. Gucken, ob ich hier irgendwie ein paar Bilder machen kann. Die Wälder zu meiner Seite hier erinnern mich schon wieder an die sächsische Schweiz. Und wie schön es da eigentlich ist. Also, hier ist es auch schön. Aber so langsam vermisse ich doch schon die Berge. Aber noch nicht zu sehr. Hier ist noch schön und ich weiß ja noch nicht, was es alles zu entdecken gibt. Was es auf jeden Fall zu entdecken gibt, sind, wenn ab und zu Spaziergänger vorbeikommen. Und ich gerade das Set aufgebaut habe und irgendwie vorhin mit diesem Geflechter am Baum, da kamen Spaziergänger und das ist für die Leute noch sehr ungewohnt, wenn jemand da zwei Aufnahmegeräte aufgebaut hat und in das eine die ganze Zeit reinspricht. Was macht der denn da? Sehr komisch. Führt der Selbstgespräche? Ist das eine neue Therapie? Nein, es ist für YouTube, für euch. Für die Zuschauer, die da sind. An dieser Stelle mal liebe Grüße an reisezoom.com. Verlinkung hier oben irgendwo. Falls ihr nicht mal Equipment-Empfehlungen sucht, für nicht mehrere tausend Euro meistens, dann kann ich seinen Kanal recht empfehlen. Und liebe Grüße, wie gesagt, an dich, reisezoom.com. Komischer Name, wenn man das so ausspricht, oder? Dich wollte ich ja sowieso mal entführen. Wenn du bis hierher geschaut hast und noch nicht durch ist oder durch Skippen zufällig hier an diese Stelle gekommen bist, dann lass mich wissen, ob man da noch was starten kann. Vielleicht sogar schon diesen Monat noch. Also noch habe ich Zeit. Vielleicht auch bei dir in der Gegend. Du kennst dich da bei dir wahrscheinlich besser aus. Aber auch Grüße an alle anderen. Dann. Tschüss. Interessante Art einer Brücke. Am Nettelgraben bin ich jetzt. Schon eine seltsame Brücke, oder? Ich glaube, die war mal größer. In der Bildmitte ist so ein Stück Pfeiler. Hier. Aber nichtsdestotrotz wieder mal eine malerische Moorlandschaft. Und ich glaube, ich sehe da schon so ein Motiv. Mal schauen, ob ich da irgendwie was machen kann. Aber hier wollte ich hin. Und noch weiter. Schon erstaunlich, wo die Brücke noch hält. Das ist der kümmerliche Rest. Schien mal eine Bogenbrücke gewesen zu sein. Ich frage mich bloß, wo der ganze Rest hin ist oder warum das überhaupt kaputt ist. Vielleicht mal gesprengt. Aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Ich vermute mal, durch das Wasser irgendwann abgerissen. Zum Motiv
das da. Da drüben. Das hatte ich versucht einzufangen, so ein Rahmen. Mit der Spiegelung hier unten. Bin mal gespannt, wie das am Rechner aussieht. An der Kamera selbst hat es mir gefallen. Gut, und weiter geht's in die Richtung. Hier hoch und dann muss es da irgendwie so lang gehen. Irgendwann wollte ich noch an einen See rankommen. Oh, jetzt war ich gerade Kloster Korin. Ich hätte euch ja gerne ein paar Bewegtbilder gezeigt, aber da war so viel Publikumsverkehr. Ist ja Wahnsinn. Und da die deutschen Gesetze da immer etwas meh sind, hatte ich es dann gelassen. Toll, ein Weg mit drei Möglichkeiten zu gehen. Ja, vielleicht zeige ich euch ein paar Bilder. Also ich hatte ein paar Aufnahmen gemacht, immer in der Hoffnung, dass da mal gerade keiner im Bild ist. Gut, dann suche ich mal jetzt den Weg so Richtung Bahnhof. Mal gucken, was sich noch in der abendlichen Sonne finden lässt. Ist jetzt irgendwie 15 Uhr oder kurz vor 16 Uhr, weiß ich nicht genau. Irgendwie so in den Dreh. Bis dann. Auch wenn da gerade irgendwo Leute zu sehen waren, heute mal egal, zumindest jetzt für diesen Moment. Ist das eine prächtig weite Landschaft? Das ist jetzt hinter dem Bahnhof Korin. Irgendwo dort hinten soll ein alter Steinbruch in den Wäldern sein. Mal gucken, ob ich da noch vorbeikomme. Ansonsten mal schauen, was sich noch so alles finden lässt. Noch bin ich auf Tour. Jetzt lohnt es sich auch wieder. Jetzt ist die Sonne wieder draußen. Zeigt sich mal wieder. Na gut, bis später. Darf ich vorstellen? Die Steingrube. Wirklich, steht da. Hier wurde irgendwie bis 1945 Stein mitgenommen. Das Ganze entstand in der letzten Eiszeit. Hat sogar eine Sitzbank. Falls man hier in den Wald reinschauen möchte. Ah, jetzt wird es langsam immer dunkler. In Anführungszeichen, zumindest in den Wäldern. Oh, wenn man sich auf diese Bank hier setzt, hat man so einen schönen Blick. Toll, oder? Sonne. Also für Ruhe ist hier definitiv gesorgt und wer Steine braucht, ups, die liegen hier überall rum. Dutzende. Na gut, dann werde ich mich mal weiter auf den Weg machen. Bin jetzt quasi einmal um den Ort Korin nochmal rum, weil der Zug, den ich brauche, den hätte ich gar nicht nehmen müssen, weil der nächste ausfällt. Also der Anschlusszug. Deswegen eine extra Runde gedreht. Und wer weiß, was man sich sonst entgehen lässt. Dann bis demnächst. Meine Damen und Herren, die Sächsische Schweiz. Oder, naja, nicht ganz Sächsische Schweiz. Aber ein bisschen. Oder? Man hat zumindest Fernsicht und sieht ein paar Ebenen, die überlappen. Bin noch ein Stück vom Bahnhof entfernt. Jetzt kommen die ganze Zeit die Autos vorbei auf der Straße. Sonst war hier die ganze Zeit ruhig. Aber ich pack mal ein. Weiter geht's. Das letzte Stück zurück ist quasi die Lieblingsform eines Weges für unseren lieben Wolkenfänger. Link pappe ich mit oben rein ins Video. Ich denke, der freut sich, wenn er so eine Wege sieht hier. Der mag sowas richtig gern. Richtig, richtig gern. Das ist so super angenehm für die Beine. Tut überhaupt nicht weh nach 10 Minuten. Perfekt. Perfekt. Oh, Hinweisschildchen.
ja. Kann man es lesen? Schlichtes Feld. Ja. Ein schlichtes Feld. Mit viel Sonne. Der Weg soll auf jeden Fall irgendwie wieder zum Bahnhof führen. Ich bin gespannt. Hab ja noch fast eine Stunde Zeit.